Okay, deshalb, jetzt gibt's kurz das 90 Degree Turn Tutorial. 90 Degree. Okay, ist egal. So. Also, das werde ich noch auf YouTube hochladen, wenn es gut wird, wenn nicht, dann nicht. Also, ich wurde jetzt schon öfter mal gefragt nach den 90s. Es gibt zigtausend Arten, deine 90s zu machen. Es gibt eine sogenannte Scrim-Variante, also bei mir jetzt, ich benutze persönlich nur zwei Varianten. Für mich gibt es eine Scrim-Variante oder generell eine Variante für Games wie Public oder für generell für Games, wo du nicht so die Mats zur Verfügung hast. Jetzt waren ja auch immer diese Winter Royale Pop-Up Cup, wo du nicht so viele Mats mitnehmen durftest. Und da gibt es die Variante, ich zeige dir mal ganz kurz den langsamen. Man fängt an, so, das ist die erste 90 Grad Drehung. So, und dann springt man halt noch. So, das heißt, ich zeige es nochmal ganz kurz und schnell. Bloß damit ihr seht, wie es dann denn schnell aussieht. So, das sind sozusagen die schnellen 90s. Das wird rausgeschnitten. Die scheiß Edits, die wollen wir hier nicht drin haben. So. Und dann gibt es meine Variante, die ich persönlich sehr oft benutze. Ich zeige dir nochmal kurz und langsam. Man fängt an. So. Zieht den Bogen. Springt und macht Bodentreppe. Bogen ziehen, springen, Boden. Ja, ihr wisst schon. Bodentreppe. So. Und das Ganze in schnell sieht dann auch ein bisschen besser aus. Ich probiere es mal ganz kurz zu zeigen. Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen gejoked und das passiert öfter. Man vergisst dann diese äußere Wand. Das ist die hier. Und die ist blöd, wenn man die vergisst, weil oft steht man außen und fällt dann knapp runter, so wie ich jetzt. Und man fällt dann runter, das ist sehr schlecht. Und eigentlich in einem One vs. One. Angenommen, man startet jetzt, rennt hier los, macht meistens noch zwei Rampen. So. Und dann hat man seine zwei 90s erstmal. Und man, naja. So, so sollte es nicht aussehen. Und ich hatte ja schon mal auf YouTube ein Video hochgeladen gehabt mit 90s. 90 Seconds of 90 Degree Turns hieß das. Das kam auch ganz gut an. Nur alle wollten unbedingt wissen, dass ich mal erkläre, wie ich die 90s mache. Ja, und das aus dem Grund bin ich jetzt halt hier nochmal in Playground. So. Ja, ich versuche jetzt mal ein paar am Stück zu machen, einfach bloß, damit ihr das seht. Ich habe es jetzt hier erklärt. Das heißt, wie gesagt, man rampt hoch. Guckt ja meistens geradeaus beim Hochrampen, ist ja klar. Und dann müsst ihr ein bisschen auf die Maus auch achten, deshalb ist die Cam ganz gut, die Mauscam. Zieht erst nach außen, dann wieder rüber und dann Boden, Treppe. Also erst so hier. So, und ich versuche jetzt noch mal ein paar für euch in schnell zu machen, damit ihr das seht. Dabei ist es nicht entscheidend, also das Einzige, was entscheidend ist, ob ihr die 90s schnell macht oder nicht, ist, wie ihr die Maus dreht. Das heißt, sprich, wenn ihr eure Maus jetzt langsam dreht, so wie ich, kann sein, dass ihr joked, aber einfach, weil ich jetzt die schnellere Bewegung gewöhnt bin. Aber ich mache meine 90s an sich in der Geschwindigkeit. Okay, na gut, es war ein bisschen zu langsam. Vielleicht in der, so. Und wenn man aber jetzt schnellere 90s will, muss man seine Maus ein bisschen mehr drehen, ein bisschen schneller drehen. Das klappt bei mir noch nicht so, da bin ich ja selber noch am Üben. Das ist ja eine Übung, die dauert ja Ewigkeiten. Also wenn du es perfekt können möchtest. Okay, jetzt haben wir das kurz mal umgebracht. Das war geplant, weil wir wollten ja respawnen. Deshalb, das ist gar kein Ding. Wird dann im Video wahrscheinlich eh rausgeschnitten. Keine Ahnung, wer das dann schneidet. Da muss ich auch irgendeinen finden, der dann die Videos schneidet. Aber das kriegen wir schon hin. Und ganz genau, und desto schneller man es machen möchte, desto schneller muss man seine Maus drehen. Ich versuche jetzt auch mal, das so perfekt zu machen wie möglich. Das ist dann praktisch das... Die Playground 90s, dass du seine Maus einfach nur komplett schnell ziehst, dass du wirklich diese Sekunde hast, die du dem Gegner, der Gegner rampt ja hier hoch, macht seine zwei 90s, sprich so, und rampt dann wieder zurück. Und dasselbe macht ihr natürlich auch.
Und darum, da ist es dann halt sehr entscheidend, wer da schneller ist. So. Sprich, wir fangen jetzt an, versuchen mal unsere Maus so schnell wie möglich zu drehen. So, und wenn man dann so ist, sind die Gegner von meistens auf der, auf ein und derselben Höhe. So. Und dann, der einzige Tipp, den ich da noch habe, ist halt seine Cone setzen. Und damit ihr editieren könnt. Das macht aber leider mittlerweile jeder Gegner. Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, setzt Cone und Boden. Das bringt einfach dass ihr beides aufeditiert. Und ihr könnt dann sozusagen den Gegner ein bisschen austricksen, weil damit damit rechnet man nicht. Damit rechnet der Gegner nicht. So, ja, und das, die 90 sind eine Sache der Übung. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt in den Streams. So, und wenn man das halt, ja, man joggt oft rein. So, naja, das war's im Prinzip auch schon. Was heißt schon, das Video ging ja eine ganze Weile. Wer unbedingt will, kann sich das nochmal in Slow-Mo angucken, aber ich habe es eigentlich erklärt. Erst die Wand, dann die, dann die, dann die, dann Boden, dann Treppe. Das muss jetzt aber jeder begriffen haben. Das ist einfach so. Und wenn, ich mache jetzt noch ein paar auf schnell, einfach bloß als Abspann fürs Video, damit, ja genau, wenn man einen Abspann hat und wer es, wenn es unbedingt interessiert, der kann es, wie gesagt, in halbierter Geschwindigkeit gucken. Umgejoked. So, das war's schon in dem Video. Ich will jetzt mal kurz nochmal die Zeit.